Ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich die Runde. Und ich kann euch gerne nochmal erzählen, was das Abenteuer vorgesehen hat, was einfach nicht funktioniert, hinten und vorne nicht. Und dann können wir das, glaube ich, an dieser Stelle beenden. Ja. Aegor Und und ich würde Gore sagen, es war wird, ein wie gesagt. erfolgreiches Abenteuer. Wir haben Dacho dahin gebracht, wo er hingehört, in den Knast. Hör mal, Johnny, eines Tages kriege ich dich bei den Eiern und dann werde ich so lange drücken, bis nur noch Matsche da ist. Also, macht euch am besten nochmal eine Aventurienkarte oder sowas nebenbei auf. Das Abenteuer fängt an mit, Effa Tempel wird nicht angezündet, aber es gibt halt Feuer drin, die überrascht die Diebe. Die Diebe entkommen. Und zwar alle. Alle entkommen. Sind einfach weg. So, dann fängt das an mit dem, okay, wie kriegen wir jetzt die Diebe? Okay, da irgendwie der eine hat seinen Helm nach hinten geschleudert. Da haben sie dann irgendwie noch zusammengeklaubt, dass es dann um alte Artefakte ging. Die haben überhaupt keinen Zusammenhang miteinander. Sie sind einfach nur alt. Ja, dann kann man irgendwie Recherchen anstellen. Es gibt in diesem Abenteuer keine Hinweise. Keine. Man muss einfach von A nach B nach C gehen. Schule der Beherrschung könnt ihr dahin hingehen, die haben keine Informationen. Ihr könnt halt zur Nordlandbank gehen, die haben keine Infos. Ihr könnt zu den Termoni, die haben alle keine Informationen. Niemand weiß was. Bis es dann irgendwie in der Rondra-gefälligen Kriegerschule gibt es halt irgendwie noch so ein Red Herring. Da ist halt irgendwie so ein, naja, so ein Pinöpel, so ein Pöks und der hat dann wohl Informationen für diesen Boschef eingeholt. Die haben ihn irgendwie erpresst. Und der kann dann erzählen, ja, ich habe irgendwie diese Informationen für Boschef aus dem Rondra-Tempel geholt. Okay, dann wissen die irgendwie, nachdem sie sich dann umgesehen haben in dem edlen Schiffer, dass da wohl Leute gibt, die Theaterritter-Artefakte suchen und dann könnt ihr halt die ersten vier hochnehmen, aber selbstverständlich entkommen Gari und Boschef, die entkommen. In der Nacht tötet dann Boschef aus Rache den Leiter der Schule. Das ist Posan von Nersand und Suresha von Chosko ist dann die neue Chefin der Kriegerschule. Das wird dann Was auch haben immer. die mit diesen Pöks zu tun? Und der Rache? Das verstehe ich jetzt nicht. Also dieser Pöks beschafft die Theaterritter Informationen aus dem Keller. Und ja, Posan ist halt zur falschen Stelle am falschen Ort und wird dann umgebracht. Das ist einfach nur Ach so, total random. okay. Einfach random. Es wird einfach einer abgesetzt, damit die neue dann halt im aventurischen Boden steht. Dann gibt es halt Informationen, da solltet ihr eigentlich nicht in den Tempel von Rondra gehen und da unten im Keller wühlen, sondern im Rathaus. Da gibt es halt auch noch diese tollen Heinis und die können euch dann halt was zu den Theaterrittern erzählen. Am Ende seid ihr halt wieder zu spät, weil ihr 2 Tage in der Stadt umhergegeistert seid und Boschef hat dann das Lotsenhaus, ist in den Keller eingedrungen, kann mit dem Schiff entkommen und ihr folgt ihm dann über mehrere Tage den Walsach hoch in Richtung von Nagrach. So, und im Nagrach kommt es dann zu einer Begegnung mit Feenwesen und die Feenwesen helfen euch und geben euch dann das Buch einfach so. Die geben euch einfach so das Buch und ihr müsst das Buch dann wieder zurückbringen. Ich So, komme nicht mehr und mit. What? ja, Warum? genau. Was ist das mit diesen alten DSA-Abenteuern, die einfach überall Das Ding Feenwesen ist nicht einbauen mal müssen? alt. Also, ihr kommt da an und plötzlich stehen dann diese Otter-Feenwesen und geben euch das Buch. Otter? Das hätte sie jetzt nicht Ja, sagen dürfen. Jetzt willkommen im Feen, Abenteuer. Einfach Feen, so. Feen, Otterwesen. Die geben euch das Buch, weil ihr Geil. seid halt die Guten. Und naja, da müsst ihr halt noch mit diesen Torvaler Piraten, müsst ihr euch irgendwie beweisen, dass ihr coole Jungs seid. Und naja, am Ende gibt's halt, es ist eine Rundreise Bornland. Da ist halt dieser böse Pirat. Wie heißt der? Melvin? Was habe ich gesagt? Einhand. Miesko und die anderen Miesko, Miesko genau, und Miesko Einhand. Einhand. Der Einhand, Das genau. ist ein Plackeratzpaktierer, der ist halt der Böse. Und dann gibt's halt die gute Rondra, bla bla. Nicht Rondra, eine Torvaler Piratin. Und ja, okay, nachdem ihr die irgendwie besucht habt, geht sie halt wieder zurück, den Walsach. Fertig, das Abenteuer ist zu Ende. Also da steht sogar drin, die Rückreise müsst ihr nicht ausspielen, ihr kommt nach Hause. Und übergebt dann das Buch, was ihr von diesen Otterviechern bekommen habt, übergebt ihr dem Effa-Tempel und der Effa-Tempel versenkt es dann im Meer wieder. So, das heißt, dieses rote Buch, das Buch der Theaterritter mit all seinen Geheimnissen, kann nicht geöffnet werden. Da stehen halt total wichtige Dinge drin, aber ihr könnt das nicht öffnen. Und dann wird das eben im Meer versenkt und wird Und nie es wieder gesehen. kann niemand mehr öffnen. Was heißt Okay. nie wieder gesehen? Naja, okay, es taucht irgendwann wieder auf, aber dann ist es nicht mehr das rote Buch, sondern es ist das blaue Buch, weil es hat sich unter Wasser blau gefärbt.
Warte, echt? Das ist das Abenteuer. Das rote Buch ist so gut. Das ist das Abenteuer. Also, rotes Buch wird irgendwie 700 Jahre lang nicht beachtet, dann wird es geklaut, dann wird es wieder zurückgebracht, das wird versenkt und dann ist es nicht mehr rot, sondern blau. Und das ist dann der Aufhänger für die Theaterritterkampagne, die so toll ist. Ja, und es kann halt nicht geöffnet werden. Also, es geht nicht. Und da stehen halt Geheimnisse drin und ihr werdet niemals an diese Geheimnisse kommen, weil es geht nicht auf. Ist die Theaterritterkampagne wirklich so toll oder war es gerade Sarkasmus? Das ist Sarkasmus. Also, der Mechanismus ist, willst du es aufmachen, bekommst du 1W6 Schadenspunkte. Echt ja, jetzt? Nehme ich mit. Ja, also wenn du es aufmachen willst, 1W6 Schadenspunkte. Es gibt ja, dann halt noch diese Geschichte, also wie gesagt, guckt euch das auf der Aventurien-Karte an. Theaterritter wurden in Aribor gegründet, die haben halt überall, in ganz Aventurien haben sie Goblins gekloppt, im Bornland haben sie die meisten Goblins gekloppt und seitdem gehört denen das Bornland. Alle, die irgendwie adlig sind, berufen sich auf die Theaterritter. Ich habe irgendwie Theaterritterblut in mir und deswegen bin ich adlig. Das ist, also alle Bronjaren haben Theaterritterblut in sich. Und die haben Nersand gegründet, die haben Festum gegründet und als dann 300 Jahre später das Erntefest-Massaker war und ein Kaiser wurde wirklich umgebracht mit einer Rondra-Klinge und namenlosem Gift und seitdem verfolgen die Praios-Geweihten die Rondra-Geweihten. Und dann, das führte eben dazu, dass die Theaterritter dann von Nersand ins Riesland aufgebrochen sind und haben dieses Buch zurückgelassen mit total tollen Geheimnissen. Aber niemand kommt da diese Geheimnisse, weil du kannst es nicht öffnen. Ich habe keine Lust mehr. Können wir nicht irgendwie gehen und was anderes spielen? Splittermond oder so? Oh, nein. Das Abenteuer war doch klasse. Es war doch einfach nur, dass die gesamte Drumherum-Story, die offizielle Story, einfach so platt war, als hätte ein Dreijähriger sich ausgedacht. Im Gefängnis zu enden ist nicht klasse. Ich habe das Abenteuer so verändert. Also das Problem ist einfach, das Abenteuer geht einfach davon aus, dass sie diese Leute nicht klappt. Und ich denke mir nur so, ja, okay, und was ist mit Heldenfähigkeit? Also du sollst dann irgendwie auf Gassenwissen würfeln und Athletik und klettern, um dann in den Häuserwänden hochzukommen. Und ich denke mir nur so, Jungs, aber was ist denn mit, wenn irgendein Geweihter oder ein hochstufiger Held das einfach verhindert? Das klappt doch nicht. Nee, klappt ja auch. Machen wir noch eine Nachbesprechung, da kann ich mich jetzt aufregen. Ja, genau, also das war das Abenteuer in einer sehr verkürzten Version. Man hätte das auch über 3 Abende ausdehnen können. Ich gebe euch noch Abenteuerpunkte. Ich überlege mir, was wie ich das mache, aber der Abend war auf alle Fälle lustig. Ich werde diese Begegnung auch in der blutigen See noch einbauen in der offiziellen Kampagne. Das heißt, eure Helden werden irgendwann eingeladen, weil ihr Effort gediente Helden seid. Und deswegen wollte ich das auch nicht weiter thematisieren mit Jahreszeit und welcher Tag ist, sondern einfach irgendwann seid ihr dann in Nersand angeladen und irgendwelche Helden haben halt dieses Buch gerettet. Irgendwelche Helden. Ich verlange, dass wir in die Stadt gerade kommen und in der Zelle liegt eine vergammelte Leiche, die eine Magierrobe trägt. Also, ihr bekommt dann mit, dass Jesidoro wird dann dieses rote Buch gemeinsam mit euch, weil ihr total tolle Helden seid. Also, die anderen sind dann total tolle Helden. die richtigen Charaktere sind dann Helden und dürft dann dabei sein, wie Jesidoro dieses rote Buch versenkt. Und 10 Jahre später werdet ihr dann runtertauchen, dazu dann allerdings später mehr. Und da ist es dann halt das blaue Buch. Das heißt, eure Helden, wenn sie Bahamuts Ruf anfangen, seid dann der Auslöser für die Theaterritterkampagne. Aber das ist wirklich vom offiziellen Hintergrund so, dass es hier rot beschrieben ist und später blau? Was macht das für einen Sinn? Das ist so keiner. Es war im Wasser, jetzt ist es blau. das ist genau das. Also das rote Buch wird versenkt und danach, wenn es irgendwann wieder hochkommt, ist es blau. Ich weiß, warum es das blaue Buch ist. Sie wollten unbedingt eine Alliteration im Titel haben. Das blaue Buch.